Herzlich willkommen an der HHU am Institut für Germanistik im Bachelorstudiengang im Seminar Semantik. Heute stehen die wichtigsten Grundbegriffe der lexikalischen Semantik auf dem Programm. Die lexikalische Semantik beschäftigt sich mit der Bedeutung von sprachlichen Zeichen und unter den sprachlichen Zeichen mit den Wörtern. Einige dieser Grundbegriffe reichen noch ein Stück in die Semiotik und die Sprachphilosophie hinein, andere gehören schon deutlicher in die linguistische Semantik. Wir beginnen zunächst noch mit einigen bedeutungstheoretischen Erläuterungen. Das hier ist die Literatur, die der heutigen Sitzung zugrunde liegt. Wir beginnen mit zwei historischen Ansätzen zur Charakterisierung von Bedeutung, das heißt mit zwei philosophischen Traditionen, die sich daran versucht haben, die Bedeutung des Ausdrucks Bedeutung zu spezifizieren. Also die Frage zu beantworten, was ist Bedeutung? Wir haben ja bis hierhin schon einige Zeichenkonzeptionen behandelt, manche nur kurz, wie die von der Logik von Port-Royal, manche ausführlicher, wie die von Saussure. Jede dieser Zeichenkonzeptionen bietet etwas als Bedeutung an oder definiert etwas ganz explizit als Bedeutung. Was muss eine solche Definition von Bedeutung eigentlich leisten? Eine Definition muss ein Ersetzungskonzept für Bedeutung liefern, also etwas, das man einsetzen kann in den Satz Bedeutung ist. Ein zu erläuternder Begriff, zum Beispiel Bedeutung, wird eben dadurch erläutert, dass zu ihm ein anderer oder mehrere andere eingeführt werden, damit dadurch klarer wird, was mit dem Begriff gemeint ist. Klarer wird das idealerweise dadurch, dass die Ersetzungskonzepte schon klarer sind als der zu erläuternde Begriff. Hier auf der rechten Seite sehen Sie eine Auflistung von Ersetzungskonzepten, die in den letzten 2500 Jahren dazu verwendet worden sind, den Bedeutungsbegriff zu definieren. Von oben nach unten in ungefährer historischer Reihenfolge nach Erstnennung. Da haben wir den Begriff oder das Konzept. Das Abbild oder die Vorstellung, das Bezeichnete, das Signifié, Extension und Intention, das sind sowas wie Inhalt und Bedeutung eines Begriffs, Sense and Reference, oder aber auch Differenz und Wert, dann aber auch sowas wie Merkmalsbündel oder Merkmalsmenge, Stereotyp und Prototyp, der Gebrauch oder die Gebrauchsweise, Rahmen und Frame, oder etwa Schema. Diese Konzepte, die zur Erläuterung des Bedeutungsbegriffs verwendet wurden und werden, lassen sich Bedeutungstheorien zuordnen, oder besser gesagt Typen von Bedeutungstheorien, denn von solchen Bedeutungstheorien auf der linken Seite hier gibt es jeweils verschiedene Ansätze. Da finden wir Begriffs- und Vorstellungstheorien, die logische Semantik, Merkmals- und Komponentialsemantiken, prototypensemantische Theorien, Gebrauchstheorien der Bedeutung, die intentionalistische Semantik und die kognitive Semantik. Von den meisten davon werden Sie in diesem Semester noch hören. Und heute, da es um die Grundbegriffe der lexikalischen Semantik geht, werden Sie noch mehr über Begriffs- und Vorstellungstheorien sowie die logische Semantik hören. Eine Zuordnung würde übrigens ungefähr so aussehen. Hier sehen Sie auch, dass das Ersetzungskonzept bezeichnetes Signifié als Teil einer Vorstellungstheorie der Bedeutung gilt. Meines Erachtens kann man das so machen. Es bleibt aber auch etwas Unbefriedigendes dabei, denn das Zeichen soll ja auch Teil der Langue sein, die etwas Soziales, Virtuelles ist.
Beginnen wir mit einigen Grundbegriffen der Vorstellungs- und Begriffstheorien der Bedeutung, die es seit mindestens 2500 Jahren gibt. Der Typ Begriffstheorie der Bedeutung gilt vielen sozusagen als Konsens, wie in dem Zitat hier deutlich wird. Semantik hat es wesentlich mit Begriffen zu tun. Solche Bedeutungstheorien gehen also davon aus, dass die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ein Begriff ist. Allerdings ist der Begriff des Begriffs selbst verwirrend, weil er in seiner langen Geschichte sehr unterschiedlich verwendet worden ist und dabei teilweise in die anderen Ersetzungskonzepte für Bedeutung hineinreicht. Weil das sehr oft für Vorstellungen der Fall ist, werden hier die Begriffs- und Vorstellungstheorien zusammen behandelt. Bei Platon hatte der Begriff noch nichts mit Vorstellungen zu tun, er hatte vielmehr eine ideale Existenzweise. Also als Idee, als Urbild aller individuellen Vorstellungen. Bei Locke sind das dann schon Ideen im Geist der SprachbenutzerInnen, bei Kant eine Leistung des Verstandes, der von anschaulichen Vorstellungen verschieden ist. Und im sogenannten Psychologismus des 19. Jahrhunderts ist ein Begriff dann nicht viel mehr als ein inneres Bild, ein Gedankenbild. Ein zentraler Begriff bei Vorstellungs- und Begriffstheorien ist der der Adäquation. Eine Adäquation ist eine Passung zwischen zwei Elementen. Im Zeichendreieck kann das zum einen eine Passung zwischen Ausdruck und Begriff sein. Eine solche Passung besteht dann, wenn ein Ausdruck einen Begriff symbolisiert. Dies tut er aber nur dann, wenn der Begriff definierbar ist. Also etwas Bestimmtes bezeichnet, wenn damit etwas Bestimmtes gemeint ist, im Unterschied zu etwas Unklarem. Zum anderen kann mit Adäquation eine Passung von Begriff und Gegenstand gemeint sein. Dabei geht es darum, dass ein Begriff in irgendeinem Sinn dem Gegenstand angemessen sein muss. Das kann zum Beispiel darin bestehen, dass der Begriff die Merkmale eines Gegenstandes enthält. Dabei ist aber zum Beispiel weitgehend unklar, ob der Begriff nun alle Merkmale enthält, die ein Gegenstand auch enthält, oder die eine Gegenstandsklasse enthält, oder ob er beispielsweise nur eine relevante, nämlich für die Gegenstandserkenntnis wesentliche Teilmenge von Merkmalen enthält. In der extremsten Form der Vorstellungstheorie ist die Vorstellung, die mit einem Ausdruck verbunden ist, tatsächlich ein reines Abbild des Gegenstandes in der Wirklichkeit. Eine grundsätzliche Kritik an Vorstellungs- und Begriffstheorien besteht darin, dass der Begriff der Begriffsbildung eigentlich nur eine Chiffre für unsere Fähigkeit ist, anzugeben, worauf sich ein Ausdruck bezieht. Er sagt aber eigentlich nichts darüber, was sich hinter der Begriffsbildung genau verbirgt. Seit Kant versteht man unter Begriff eine Leistung des menschlichen Verstandes, bestimmte Merkmale an sinnlich wahrgenommenen Gegenständen zu abstrahieren und zu einem allgemeinen Begriff zu synthetisieren, also zusammenzusetzen. Beim Begreifen, dessen Produkt ein Begriff ist, geht es deshalb immer darum, etwas Wahrgenommenes oder Vorgestelltes unter einen Begriff zu subsumieren. Es geht immer um Ein- oder Unterordnung von Gegenständen und Dingeigenschaften in begriffliche Hierarchien. Vor Kant und zum Teil auch noch nach Kant hat man die Allgemeinbegriffe aber gar nicht in die menschliche Kognition hineinverlegt, so wie Kant es erstmals wirkmächtig getan hat, sondern sie für ideale Entitäten gehalten, die in einer eigenen Wirklichkeit existieren. Was diese Allgemeinbegriffe also genau sind, bleibt ungeklärt. Begriffstheorien werden aber vor allem problematisch, wenn zwischen Vorstellungen und Verstandesleistungen nicht mehr unterschieden wird. Das heißt, wenn die Vorstellung allein als Begriff verstanden wird. Bei einer solchen psychologistischen Auffassung von Bedeutung als Vorstellungsinhalt tut ein Begriff nicht mehr,
als die außersprachliche Wirklichkeit in der Vorstellung nur noch wiederzuspiegeln. Das setzt aber eine irgendwie schon vorgedeutete und vorstrukturierte Wirklichkeit voraus, die dann durch sprachliche Ausdrücke bloß noch abgebildet wird. Wer diese Leistung erbracht hat, uns die Welt fertig abbildbar verfügbar zu machen, bleibt dabei völlig unklar. Beim psychologistischen Begriff des Begriffs, der die Welt bloß abbildet, braucht man außerdem, streng genommen, auch gar keine dritte Instanz mehr, gar keine Spitze im Zeichendreieck mehr, denn dann ist ein Ausdruck bloß noch ein Spiegelbild der Welt und der Begriff trägt eigentlich zu nichts mehr bei. Der psychologistische Begriff des Begriffs lässt auch offen, wie es überhaupt möglich ist, dass Bedeutungen etwas Konventionelles sind. Wenn sie Gegebenheiten der individuellen Kognition sind, worauf der Begriff ja hinausläuft, wie soll es dann möglich sein, dass die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft alle gleich darüber verfügen? Hier nochmal die wirkmächtigsten Begriffe des Begriffs innerhalb der Begriffsbedeutung oder des Bedeutungsbegriffs, der die Bedeutung mit dem Begriff identifiziert. Kommen wir nun zur logischen Semantik. Dabei handelt es sich um einen jüngeren Versuch, die Bedeutung des Ausdrucks Bedeutung zu klären. Das ganze Programm der logischen Semantik ist ein wissenschaftsphilosophisches Vorhaben. Wir können das hier also nur in ganz kleinen Ansätzen besprechen. Indem ich diese Forderung nach einer lückenlosen Schlusskette auf das Strengste zu erfüllen trachtete, fand ich ein Hindernis in der Unzulänglichkeit der Sprache, die bei aller entstehenden Schwerfälligkeit des Ausdrucks doch, je verwickelter die Beziehungen wurden, desto weniger die Genauigkeit erreichen ließ, welche mein Zweck verlangte. Was soll das heißen und was hat das mit Bedeutung zu tun? Die logische Semantik geht auf Überlegungen des Mathematikers und Logikers Gottlob Frege zurück. Er hat über die Grundlagen der Mathematik nachgedacht und versucht, sie mit logischen Mitteln zu klären. Bei der Logik geht es immer um Schlussfolgerungen, die bloß aufgrund ihrer Form allein gültig sind, ohne Ansehung des Inhalts, und Frege hat versucht, logische Schlussfolgerungen mit Hilfe der Sprache zu vollziehen. Und dabei hat er gefunden, dass die Sprache dafür unzulänglich ist, denn je verwickelter die Beziehungen wurden, also die logischen, desto weniger ließ sich mit der Sprache die Genauigkeit erreichen, welche sein Zweck verlangte. Mit anderen Worten, die Sprache ist zu unpräzise. Man muss sich also eine logisch einwandfreie Sprache schaffen, die das, was die natürliche Sprache nur unpräzise ausdrücken kann, unmissverständlich ausdrückt. Der erste Schritt zu so einer, sagen wir, logischen Sprache ist zu verstehen, was die Ungenauigkeit in der Sprache, in der natürlichen Sprache, verursacht, also sozusagen, wie die Sprache bedeutet. Dabei handelt es sich um eine Analyse des Begriffs, also des Begriffs des Begriffs. Hier sagt Frege etwas sehr Wichtiges. Die Bedeutung eines Eigennamens, wir können hier auch lesen, Nomens, ist der Gegenstand selbst, den wir damit bezeichnen. Die Vorstellung, welche wir dabei haben, ist ganz subjektiv und das bedeutet für Frege, für seine Zwecke ungeeignet. Dazwischen liegt der Sinn, der zwar nicht mehr subjektiv ist wie die Vorstellung, aber doch auch nicht der Gegenstand selbst ist. An anderer Stelle bezeichnet Frege den Sinn als die Art, wie ein Gegenstand gegeben ist.
Übertragen wir das ins Zeichendreieck. Dann haben wir einen Ausdruck, Eigennamen, ein konkretes Nomen und dessen Bedeutung ist der Gegenstand selbst. Das ist die Ecke unten rechts. Das, was bisher Begriff geheißen hat, heißt nun bei Frege Sinn. Und gemeint ist damit die Art, in der der Gegenstand AusdrucksbenutzerInnen gegeben ist. Kann man das an einem Beispiel illustrieren? Irgendwie zwischen Sinn und Bedeutung soll die individuelle, also subjektive Vorstellung des Gegenstands rangieren. Alles Subjektive ist aber sozusagen das Gegenteil alles Logischen. Deshalb ist es auch sozusagen der Gegner Freges. Gibt es dafür ein Beispiel? Freges Beispiel sind die Ausdrücke Morgenstern und Abendstern. Die beiden Ausdrücke sind in ihrem Sinn verschieden. Der Morgenstern ist uns gegeben als, hat für uns den Sinn des zweithellsten Gestirn nach dem Mond vor Sonnenaufgang, also morgens. Der Abendstern ist uns gegeben als, hat für uns den Sinn des zweithellsten Gestirns nach dem Mond nach Sonnenuntergang, also abends. Der Witz dabei, die Ausdrücke haben dieselbe Bedeutung, denn der Gegenstand, der damit gemeint ist, ist der Planet Venus. Merke also, Gottlob Frege, Sinn versus Bedeutung, Art des Gegebenseins gegenüber dem Gegenstand. Angeknüpft an Frege hat dann der Wissenschaftsphilosoph Rudolf Carnap. Sein Ziel und das seiner KollegInnen war es, ganz im Sinne Freges eine sogenannte Konstruktsprache zu entwickeln, die exakt ist und in die jede Äußerung der Normalsprache, also unserer natürlichen Sprache, übersetzt werden kann. Und zwar so, dass dabei der Wahrheitswert sich nicht verändert. Er hat dabei versucht, Sinn und Bedeutung zu präzisieren und durch die Konzepte Intention und Extension zu ersetzen. Die Intention mit S, ganz wichtig, umfasst die Eigenschaften von Dingen, also Merkmale von Gegenständen, Begriffsmerkmale, die Qualitäten von wahrnehmbaren Phänomenen. Die Extension dagegen ist die Klasse oder Menge aller Gegenstände, auf die ein Ausdruck aufgrund seiner Intention angewendet werden kann. Was soll man damit erreichen? Nun, damit wird für jeden normalsprachlichen Ausdruck präzise angebbar, was mit ihm gemeint ist und worauf er sich bezieht, also auch, was genau mit ihm nicht gemeint ist und worauf er sich nicht bezieht. Damit sollten entsprechende Aussagen logisch-mathematisch und empirisch, also durch Experimente, zweifelsfrei überprüfbar werden. Nehmen Sie eine Aussage wie folgende: Mit Vanish-Oxy-Gedöns haben die Fleckenzwerge keine Chance. Wenn das in die Konstruktsprache übersetzbar sein soll, muss präzise angebbar sein, was die Intention des Ausdrucks Fleckenzwerge ist, also welche Merkmale etwas haben muss, um als Fleckenzwerg durchzugehen. Und über diese Merkmale ist dann die Extension ermittelbar, also die Fleckenzwerge selbst. Oder auch nicht, könnte man hinzufügen. Ähnlich für eine Äußerung wie »Die Welt besteht aus grünem Käse«. Die Übertragung in die Konstruktsprache würde eine Ersetzung von »Welt besteht grünem Käse« durch konstruktsprachliche Ausdrücke erfordern, unter Beibehaltung der Intentionen und Extensionen der Ausdrücke, damit der Wahrheitswert erhalten bleibt. Durch so eine Konstruktsprache wird leicht ermittelbar, dass bestimmte Aussagen logisch oder empirisch unhaltbar sind. Im Sinne einer lexikalischen Semantik könnte man sich beispielsweise die Semantik des Ausdrucks Pizza so wie hier vorstellen. Schon hier lässt sich mindestens ein Problem identifizieren. Wenn die Intention aus Dingeigenschaften bestehen soll und die Extension aus Gegenständen, wie müssen wir uns dann die Bedeutung von abstrakten Entitäten vorstellen? Zum Beispiel die Bedeutung des Ausdrucks Bedeutung.
Es gibt weitere Probleme. Wenn die Methode von Extension und Intension eine Methode zur Analyse von Bedeutung sein soll, muss sie auch neue Erkenntnisse zutage fördern. Es ist aber so, dass sich die Intention und die Extension von sprachlichen Ausdrücken gar nicht unabhängig voneinander ermitteln lassen. Denn wenn Sie ermitteln wollen, was die Extension eines Ausdrucks ist, also die Menge der Gegenstände, auf die er zutrifft, dann müssen Sie dafür die Intention des Ausdrucks, das sind letztlich die Eigenschaften der Gegenstände, um die es geht, schon kennen. Und umgekehrt ebenfalls. Wenn Sie die Intention ermitteln möchten, müssen Sie schon die Extension kennen. Carnap nimmt an, dass die Intention eines Ausdrucks die Dingeigenschaften sind, also physikalische Merkmale der Gegenstände, für die der Ausdruck steht. Semantische Merkmale sind damit mit Dingeigenschaften identisch. Das hängt auch damit zusammen, dass zu Carnaps Zeit die Physik die Leitwissenschaft war. Damit gibt es aber jetzt gar keinen Unterschied mehr zwischen Intention und Extension, zwischen Bedeutung und Gegenstand. Wenn die Bedeutung eines Ausdrucks in Dingeigenschaften aufgeht, dann spiegelt die Sprache einfach die Eigenschaften in der Welt wider. Dann braucht man gar keine dritte Instanz wie Sinn oder Intention mehr. Carnap geht also eher naiv davon aus, dass die Sprache die Welt widerspiegelt, und diese Welt bereits in ihrem So-Sein erkannt ist. Dabei war doch bei Frege noch der Ausgangspunkt dafür, Sinn und Bedeutung zu unterscheiden, der gewesen, dass eine Bedeutung, eine Extension auf zwei verschiedene Arten gegeben sein kann. Denken Sie nochmal an den Morgenstern und den Abendstern. Dadurch, dass Carnap die Intention mit scheinbar objektiven Dingeigenschaften identifiziert, macht er das, was Frege mit der Art des Gegebenseins meinte, wieder zunichte. Wenn also die Bedeutung eines Ausdrucks mit seiner Referenz zusammenfällt, also mit den Gegenständen, auf die er sich bezieht, dann hilft es uns überhaupt nicht dabei, zu verstehen, was Bedeutung eigentlich ist, denn die Art des Gegebenseins wird damit überhaupt nicht geklärt. Bedeutung in Intention und Extension aufzulösen, erklärt uns daher nichts in Bezug darauf, was die Bedeutung natürlich sprachlicher Ausdrücke eigentlich ist. Hier wieder eine Merkfolie nach Freges Sinn und Bedeutung, nun also Carnaps Intention und Extension. Wir schauen jetzt direkt in die lexikalische Semantik hinein, um weitere ihrer Grundbegriffe kennenzulernen. Die lexikalische Semantik hat es mit Wortbedeutungen zu tun. Das haben wir schon gesagt. Bei der lexikalischen Semantik handelt es sich aber wohlgemerkt jetzt um keine Theorie der Bedeutung mehr, wie bei den Begriffs- oder Vorstellungstheorien der Bedeutung und bei der logischen Semantik, sondern nur um einen Themenbereich der linguistischen Semantik, der durch seinen Gegenstandsbereich, nämlich Wortbedeutungen, charakterisiert ist. Die Frage, was Bedeutung ist, die uns die Vorstellungs- und Begriffstheorien und die logische Semantik nicht befriedigend beantworten konnten, die wird uns auch weiterhin beschäftigen. Einer der wichtigsten Gegenstände der linguistischen Semantik und lange Zeit auch der einzige ist also die lexikalische Bedeutung oder Wortbedeutung. Sie wird in Wörterbüchern dokumentiert und innerhalb der Lexikographie erforscht. Hier auf der rechten Seite haben wir einen Eintrag aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache für das Wort Seminar. Hier wird auch die Bedeutung dieses Ausdrucks angegeben. Tatsächlich gibt es nicht eine Bedeutung, sondern drei. Die erste Bedeutung ist Form einer Lehrveranstaltung, besonders an Hochschulen, bei der das Studium in einer Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung eines Wissenschaftlers oder Fachmannes durchgeführt wird. Die zweite Bedeutung ist wissenschaftliches Institut an einer Hochschule, das mit einer Fachbibliothek ausgestattet ist und in dem Übungen abgehalten werden, also zum Beispiel das theologische Seminar. Und drittens
Eine Bildungsanstalt. Auch hier stellen wir uns die Frage, was hat es hier mit dem Bedeutungsbegriff auf sich? Was ist hier als Bedeutung erfasst und vor allem, was ist hier nicht erfasst? So ein Wörterbuchartikel hier vermittelt offenbar den Eindruck, als gäbe es einfach eine fertige Bedeutung des Ausdrucks. Als müsste man ihn nur irgendwo abpflücken und dann ins Wörterbuch hineinstellen. Ebenso bekommt man den Eindruck, als wäre es ganz klar, was als Bedeutung eines Ausdrucks alles aufgeführt werden muss und was nicht. Dieser Eindruck ist suggestiv, aber er täuscht. Machen wir uns klar, womit wir es hier zu tun haben. Denn sowohl der Ausdruck als auch seine Bedeutung sind keine Objekte, die man dort findet, wo Leute sprechen, sondern die Produkte wissenschaftlicher Abstraktion, mit anderen Worten, wissenschaftliche Konstrukte. Erinnern Sie sich an de Saussures Unterscheidung von Langue und Parole. Langue, das abstrakte, virtuelle, soziale Sprachsystem, der Bereich der Muster, der Types, und die Parole, der konkrete, materielle, individuelle Sprachgebrauch, der Bereich der Äußerungen und Texte, der Tokens. Was hier im Wörterbuch als Ausdruck und Inhalt erfasst ist, gehört ganz eindeutig zur Langue und ist eine Abstraktion, die nur dadurch existiert, dass LinguistInnen von ganz viel Konkretem absehen und mit dem Rest so tun, als existiere es abgelöst von all dem Konkreten, weil man in dieser Form gut darüber nachdenken kann. Lexikalische Bedeutungen sind also zuallererst einmal linguistische Konstrukte. Und mal abgesehen vom linguistischen Konstrukt Wortbedeutung, was kann noch alles mit dem Ausdruck Seminar gemeint sein? Man kann damit meinen, eine isolierte lexikalische Bedeutung, das heißt die Bedeutung des Ausdrucks Seminar, unabhängig von jedem Satz oder Textkontext. Und innerhalb der isolierten lexikalischen Bedeutung können wir noch die individuelle von einer usuellen, also allgemein gebräuchlichen sozialen Bedeutung unterscheiden. In einem Wörterbuch werden natürlich solche usuellen lexikalischen Bedeutungen aufgeführt. Im Falle von Seminar wäre das eben Form der Lehrveranstaltung, besonders an Hochschulen und so weiter, das wissenschaftliche Institut an einer Hochschule und die Bildungsanstalt. Man kann unter Wortbedeutung aber auch die Bedeutung von Ausdrücken in einem Satz oder Text verstehen. Das wäre dann der Kotext. Oder in einer Situation. Das wäre der Kontext. Und auch hier können wir die individuelle und eine okkasionelle Bedeutung unterscheiden. Der isolierte Ausdruck Seminar ist ja offenbar mehrdeutig, ambig zwischen den Bedeutungen 1, 2 und 3. Der Kotext oder Kontext macht die Bedeutung aber meistens klar. Okkasionell bedeutet, dass der Ausdruck in seinem Auftreten in typischen Ko- oder Kontexten üblicherweise eine der angegebenen Bedeutungen hat. Wenn man an ein Seminar belegt, meint man damit üblicherweise die Lehrveranstaltung, nicht das Gebäude. Wenn man an einem theologischen Seminar ausgebildet wird, meint man damit üblicherweise die Bildungsanstalt und nicht die Lehrveranstaltung. Die sozialen, virtuellen Bedeutungen, also die usuelle und die okkasionelle, bilden abstrakte Types, Muster, die in individuellen Gebrauchssituationen dann aktualisiert werden können. Im individuellen Gebrauch bilden sowohl die isolierten lexikalischen Bedeutungen als auch die Bedeutungen im Ko- oder Kontext psychische Tokens, kognitive Vorkommnisse, eben konkrete Aktualisierungen der abstrakten Types. Hier ist das nochmal zusammengefasst.
Zuletzt werden wir nun auflisten, was Wortbedeutung als linguistisches Konstrukt meint. Das heißt, was in diesem Konzept enthalten ist und was aus ihm ausgeschlossen ist. Der erste Punkt hier ist eine Wiederholung. Das linguistische Konstrukt Wortbedeutung meint Types, also Abstraktionen aus konkreten Vorkommnissen von Wörtern in der Rede. Dabei muss man sich klar machen, dass nicht alle SprachbenutzerInnen auch alle Bedeutungsmuster realisieren. Vermutlich kennen viele nur das Seminar als Veranstaltungsform. Dennoch enthält die konstruierte lexikalische Bedeutung auch die Institutslesart, die zweite Lesart, und die Anstaltslesart, die dritte Lesart. Das heißt, die Bedeutungen sind in der Gemeinschaft der SprachbenutzerInnen nicht gleichmäßig verteilt. Davon sieht also das Konstrukt Wortbedeutung ab. Das linguistische Konstrukt Wortbedeutung erfasst sozusagen auch nur einen Querschnitt, der aus zahllosen individuellen psychischen Gegebenheiten heraus abstrahiert wird. Das linguistische Konstrukt der Wortbedeutung erfasst auch nur sogenannte denotative Bedeutungsmerkmale. Das heißt, die Denotation, das ist der begriffliche Inhalt, der Kern, der begriffliche Kern einer lexikalischen Einheit, die lexikalische Bedeutung im engeren Sinne. Der Gegensatz zur Denotation ist die Konnotation. Das sind die ganzen indexikalischen Nebenbedeutungen, die Wörter haben und die Bewertungen, die mit ihnen einhergehen und die mit diesen lexikalischen Einheiten verknüpft sind. Es gibt ganz verschiedene Typen von Konnotationen von solchen Nebenbedeutungen. Das wären zum Beispiel emotionale Nebenbedeutungen. Zum Beispiel könnte man sagen, jemand ist adipös, dann ist das sozusagen diskret ausgedrückt in emotionaler Hinsicht. Wenn man abwertend sprechen wollte, würde man fett sagen können. Dann auf der kommunikativen Ebene haben Ausdrücke Konnotationen wie förmlich oder salopp zu sein. In ihrem Funktionsbereich, dann stammen manche Ausdrücke aus dem administrativen Bereich und andere aus dem alltäglichen. In dem einen sagt man Postwertzeichen, in dem anderen Briefmarke, und wenn man die sagt, dann produziert man sozusagen eben administrative Konnotationen oder alltägliche Konnotationen. Es gibt auch die soziale Geltung von Ausdrücken. Aufs Klo gehen, da würde man zum Beispiel, das würde man in der Familie sagen, das ist dann, hat dann familiäre Konnotationen. Unter jungen Leuten könnte jemand sagen, ich muss mal einen Snickers aus dem Rücken drücken. Das hätte dann eher jugendsprachliche Konnotationen und wäre in anderen Kontexten eher unangemessen. Bei vielen Ausdrücken ist es so, dass sie regional konnotiert sind. Metzger, Fleischer und Schlachter bezeichnen alle das Gleiche. Diese Ausdrücke werden aber in verschiedenen Regionen benutzt. Und wer einen davon benutzt, dessen Ausdruck ist dann eben regional konnotiert. Das gilt auch für die zeitliche Verortung von Ausdrücken. Die können zum Beispiel veraltet sein, dann Konnotationen, die auf Alter oder Überkommenheit hinweisen, Oheim, das ist ja Ridikül, Weiland oder Fürderhin und so weiter. Die Kommunikationsabsicht und die Modalität stellen Konnotationsbereiche dar. Wenn ich sage, Verzeihung könnten Sie vielleicht, dann hat das höfliche Konnotationen. Wenn ich sage, lass mich, dann ist das grob konnotiert. Und dann gibt es auch Ausdrücke, die politische Konnotationen haben. Entartet ist zum Beispiel ein Ausdruck, der
aus dem Nationalsozialismus stammt und der eben auch die entsprechenden Konnotationen hat, weswegen man sehr vorsichtig in seinem Gebrauch sein sollte und so weiter und so fort. Neben den Konnotationen ist im linguistischen Konstrukt lexikalische Bedeutung auch nicht berücksichtigt, welchen indexikalischen Wert ein Ausdruck in stilistischer oder sozialer Hinsicht in bestimmten Situationen hat. Indexikalischer Wert bezieht sich auf den Zeichentyp Index, den Sie von Peirce kennen. Ein Index ist ein Zeichen, das wir als Anzeichen für etwas gebrauchen, bei dem wir zu etwas eine Folgebeziehung konstruieren. Erinnern Sie sich, dass sprachliche Zeichen eigentlich Symbole sind. Von Bühlers Organon-Modell her wissen wir aber, dass ein Zeichen zugleich etwas symbolisieren kann und ein Symptom für etwas sein kann und ein Signal sein kann. Hier geht es jetzt um die Frage, für welchen Typ von Situation ein Ausdruck ein Index ist. Und diese Information wird oft in der lexikalischen Bedeutung als linguistisches Konstrukt nicht berücksichtigt. So wäre es oft eher unangemessen, wenn eine Vorstandsvorsitzende einer Bank in einem Vorstandstreffen ankündigen würde, noch einmal über die Zahlen vom letzten Quartal labern zu wollen. Der Ausdruck labern zeigt eher andere Typen von Situationen an. Dann ist in dem Konstrukt Wortbedeutung sind solche Bedeutungsmerkmale nicht berücksichtigt, die nur durch die Situation oder den Kontext zustande kommen. Ob zum Beispiel die Verwendung eines Ausdrucks eine Über- oder eine Untertreibung darstellt, das lässt sich nur relativ zu einem bestimmten Kontext oder relativ zu einer bestimmten Situation beurteilen. Das kann aber natürlich in dem linguistischen Konstrukt, in der Abstraktion Wortbedeutung, gar nicht berücksichtigt werden. Auch nicht berücksichtigt in diesem Konstrukt sind die semantischen Relationen, die eine lexikalische Einheit unterhält. Was sind beispielsweise die Synonyme zu diesem Ausdruck oder was sind Antonyme? Was Synonyme und Antonyme genau sind, dazu werden wir in der nächsten Sitzung kommen. Jedenfalls, diese semantischen Relationen werden da selten oder nicht berücksichtigt. Auch Bedeutungsmerkmale, die sich aus variablen grammatischen Merkmalen eines einzigen Ausdrucks im Kotext ergeben, werden nicht berücksichtigt im linguistischen Konstrukt der Wortbedeutung. Dabei ist zum Beispiel sowas gemeint wie der transitive gegenüber dem intransitiven Gebrauch von Essen oder Denken. Man kann etwas essen, Peter isst Spargel oder Peter isst. Was macht Peter gerade? Peter isst oder auch bei Denken. Solche Varianten, grammatische Varianten eines Ausdrucks werden oft nicht berücksichtigt. Dann werden auch oft Ausdrücke aus solchen grammatischen Klassen nicht berücksichtigt, die nur über eine schwer angebbare begriffliche Bedeutung verfügen. Was soll das heißen? Wir unterscheiden bei Wortbedeutungen zwischen lexikalischer Bedeutung oder lexematischer Bedeutung und grammatischer Bedeutung. Die lexikalische Bedeutung wird auch kategorematische Bedeutung genannt und die Ausdrücke, die die lexikalische Bedeutung aufweisen, werden Autosemantika genannt. Das sind selbstbedeutende Wörter. Solche Wörter, die grammatische Bedeutung haben, aber keine lexikalische, die haben synkategorematische Bedeutung und sind Synsemantika, also Wörter, die mitbedeuten, die erst zusammen mit anderen, nämlich lexikalischen Wörtern, etwas
Konkreteres bedeuten. Und die Autosemantika, das sind Wörter, die eine eigene, leicht fassbare und an der Wirklichkeit demonstrierbare begriffliche Bedeutung haben. Darunter fallen die meisten Substantive, Verben und Adjektive, anders gesagt die Inhalts- oder Hauptwörter, und die Wörter mit bloß grammatischer Bedeutung, die haben eine schwer fassbare Bedeutung, die nur im Zusammenspiel mit Autosemantika exemplifizierbar ist. Darunter fallen Konjunktionen, Präpositionen, Pronomen, Artikel, Partikeln und so weiter, also Funktionswörter, Beziehungswörter, grammatische Wörter. Was ist zum Beispiel die Bedeutung des Wortes doch? Im Gegensatz zum Adjektiv schön. Solche Wörter wie doch, eben solche mit grammatischer Bedeutung, die werden oft in dem Konstrukt, in dem linguistischen Konstrukt der Wortbedeutung nicht berücksichtigt. Und zuletzt werden auch nicht wörtliche, übertragene Bedeutungen ganz oft ausgeschlossen aus dem linguistischen Konstrukt der Wortbedeutung. Das linguistische Konstrukt lexikalische Bedeutung setzt nämlich lexikalische Bedeutung meist mit wörtlicher Bedeutung oder konventioneller Bedeutung gleich. Unberücksichtigt bleibt dann die nicht wörtliche, übertragende oder indirekte Bedeutung. Solche übertragenen Bedeutungen kommen beispielsweise durch Metaphern und Metonymien zustande. Bei der Metapher nimmt man einen Ausdruck aus einer anschaulichen Bedeutungsdomäne, um damit ein Konzept in einer weniger anschaulichen Domäne auszudrücken. Etwa, wenn man von dem Kopf einer Phrase spricht, um deren hierarchische Verhältnisse auszudrücken. Aber die Domäne der Phrasenhierarchie taucht üblicherweise nicht unter den Bedeutungen des Ausdrucks Kopf auf. Dennoch kann man solche übertragenen Bedeutungen mit dem Ausdruck Kopf ausdrücken. Bei der Metonymie verwendet man einen Ausdruck für ein Konzept, das mit dem eigentlich gemeinten Gegenstand in einer bestimmten semantischen Beziehung steht. Oft verwendet man den Ausdruck für einen Teil, wenn man das Ganze meint, oder umgekehrt. Wenn in der Notaufnahme gesagt wird, der Fahrradsturz braucht noch einen Gips, ist das der Fall. Hinzu kommt, dass es zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung keine scharfen Grenzen gibt und vor allem historische Übergänge bestehen. Was gestern noch eine Metapher oder Metonymie war, ist heute schon wörtliche Bedeutung. Ein Beispiel ist der Kopf selbst. Im Althochdeutschen bedeutete Kopf Hirnschale oder Schale und war von lateinisch cupa, Becher, entlehnt. Im Falle der Hirnschale wurde der Ausdruck also metaphorisch, in Anwendung auf den ganzen Kopf dann metonymisch verwendet. Heute bezeichnet Kopf direkt, also wörtlich, Kopf. Die übertragene Bedeutung ist gestorben, vermutlich weil die Herkunft von Kopf in Vergessenheit geraten ist. Die wörtliche Bedeutung von heute ist also die übertragene von gestern. Hier ist das nochmal zusammengefasst, welche Bedeutungsaspekte in dem abstrakten linguistischen Konstrukt der lexikalischen Bedeutung berücksichtigt ist und welche nicht. Und damit sind wir am Schluss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Blog. Auf Wiedersehen.